James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? Taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. I don't look like a ghost, do I? Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. Lost? Just like that stupid dog. He had it coming too. You can't just kill someone because of the way they looked at you. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? Huh? Are you blind or something? Oh, it's you. Just put the gun to their head. Want me to be? So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but she ran away. We've got to find her. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Could you really be in this town? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Lange überlege ich immer vor einer ersten Aufnahme, wie ich das denn nun beginne. Und heute beginne ich es mit Scheiße, habe ich lang gebraucht, es so zum Laufen zu kriegen, wie es jetzt gerade aussieht. Denn regulär sieht es so aus.
Das ist natürlich jetzt so, ne, wenn man jetzt so spielen würde, warte, ist nicht so ganz angenehm, ne? Deswegen haben wir den hier, Aufnahme läuft noch, ist nämlich der gleiche Knopf. Deswegen haben wir das hier, ich habe so lange rumgefeilt am Emulator, dass es mir gefällt. Wir könnten theoretisch auch diesen Störeffekt, diesen leichten rausnehmen, den lasse ich aber drin, weil für mich ist es sonst kein Silent Hill. Entschuldigung. Ja, Silent Hill 2 wurde sich oft gewünscht. Ich habe es natürlich auch versprochen, gerade nachdem wir den ersten Teil gespielt haben. Ich bin ein riesengroßer Silent Hill-Fan. Silent Hill-Fan seit der ersten Stunde, seit Teil 1 damals. Und aber auch nur wirklich von den alten Teilen, weil die neuen Teile nicht meins sind. Und Konami, verbrenne in der Hölle dafür, dass du PT nicht happen lassen hast. Nee, auf jeden Fall, meine Hoffnung ist da sehr gering, dass wir nochmal einen guten, also für mich guten, für meinen Geschmack guten Silent Hill-Teil bekommen werden. Deswegen spielen wir halt einfach die alten. Ich kann euch die ein bisschen zeigen, falls ihr die noch nicht kanntet, der Silent Hill, dieser Silent Hill-Teil als Silent Hill 2 ist. Einer der sehr guten Teile. Ich habe gerade ein bisschen Angst wegen diesem Sounddruck. Ich habe so lange jetzt gebraucht, das einzustellen. Oh Gott. Die Videos haben... ich muss bei Videos auf Software-Rendering wieder umschalten. Das macht er aber automatisch. Weil die sonst... Die sind nicht abspielbar. Nicht wirklich. Und so, wenn ich das so mache, dann rucke... Also dann stottern die immer so ein bisschen. Ich werde versuchen, die zu ersetzen. Ich kann es aber nicht versprechen. Es ist minimal. Es ist nicht so, dass es... furchtbar störend wäre und so lange sind die Videos nun auch wieder nicht, aber naja. So, ich kenne das Spiel, aber es ist sehr viele Jahre her. Wir spielen es auf normal, auch das Rätsel-Level ist auf normal. Und auch wie schon beim alten Teil, sagst du da noch was, James? Wie auch schon beim ersten Teil, Entschuldigung, bin ein bisschen nervös am Anfang bei neuen Aufnahmen. Wie schon beim ersten Teil, werde ich wahrscheinlich auch, wenn ich nicht weiterkomme, in eine Komplettlösung gucken und einen kurzen Cut machen. Warne aber vorher vor Heaven's Night. Ich weiß nicht, ich wollte es einfach mal vorlesen. So. Ich hoffe, es klappt alles. Restless dreams. I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? So, da bin ich wieder. Und heilvolle Musik. Silent Hill 2 hat übrigens einen der besten Gaming-Soundtracks überhaupt. Und das sage ich nicht, weil ich ein großer Fan bin, das ist wirklich ein Fakt. Dann wollte ich noch ansprechen, Silent Hill 2 hat natürlich, wie man sieht, einen sehr
großen Sprung gemacht, was Grafik angeht. Ist nämlich auf der PlayStation 2 damals erschienen und da wir so viele Indie-Spiele auf dem Kanal spielen, muss man sich gar nicht so krass umgewöhnen, finde ich. Und ja, genau, das waren die Sachen, die ich noch erwähnen wollte. Ich werde hier und da natürlich mal was übersehen. Und irgendwie habe ich gerade so ein paar persönliche Flashbacks, muss ich sagen. Denn hier vorne, also es wird gerade auch ein bisschen entzaubert in dieser guten Grafik jetzt mit dem Emulator. Hier vorne stand ich so lange, weil ich habe damals den ersten Teil, ich war Fangirl der ersten Stunde. Und ich stand hier halt und habe mir das alles angeguckt und denkt, boah, cool. Und jetzt sieht man auch mal so viel von der Umgebung und es ist nur ein PNG. Aber das sah früher so aus, als wäre das hinten noch alles gerendert. So. Ich möchte mich trotzdem einfach mal ein bisschen umschauen. Wie gesagt, das ist natürlich bei mir ein ganzes Weilchen her. Auch ein Easter Egg wird man hier und da mal verpassen. Silent Hill 2 hat, wie alle anderen Silent Hill Teile, auch verschiedene Enden. Auch Spaßenden, sogar ganze zwei hier. Ich habe mir ein Ende aufgeschrieben gehabt, aber ich habe es wieder verworfen. Also aufgeschrieben, was man dafür machen muss. Denn die Enden kannst du hier nicht unbedingt in gut und schlecht unterteilen, sondern es ist Interpretations- und Geschmackssache. Ich werde einfach spielen und am Ende werde ich versuchen, euch dann nochmal alle Enden zu zeigen. Und wir nehmen einfach das, was wir jetzt kriegen können, je nachdem, wie wir halt spielen. So, ich weiß, dass ich hier hin muss. Denn ich habe 5 Minuten schon gespielt. Einfach nur zu gucken, ob alles klappt. Und wir bekommen eine Karte. So, die öffnen wir da auch mal gleich. Und da sind wir. Und wir müssen zum Rosewater Park. Da ist ein ganzes Stück dahin. Wir müssen, also wir sind noch gar nicht wirklich in Silent Hill. Wir müssen da erst hin. Ist natürlich auch ganz interessant, dass wir ja ausnahmsweise mal selber hingehen und nicht irgendwie hingeführt werden. So, die Steuerung, da muss ich mich erstmal noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich spiele gar mit den Steuerkreuz, denn wenn ich mit dem Analogstick spiele, oh Gott, das waren so die ersten Versuche so mit dem Analogstick damals, ne? Und das haben sie noch nicht wirklich hingekriegt. Nee, ich bleib beim Steuerkreuz. So, Toluca Lake. Und ihr seht hier und da, wahrscheinlich seht ihr es auf YouTube gar nicht, so leichte Streifen, Streifen über dem Bildschirm, so helle. Die verschwinden mal und mal sind sie da, die habe ich leider nicht wegbekommen. So, und da sehen wir. In 10 Meilen, ne, geht es nach Paleville, in 50 nach Old Silent Hill und in 265 nach Brahms. So ein Schild kennen wir auch noch aus Silent Hill 1. Da kam die Sybil nämlich her. Sybil. Was? Mit dem Auto komme ich hier wohl nicht weiter. Ich werde wohl laufen müssen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das auch direkt. Die Kameraführung ist natürlich wieder etwas gewöhnungsbedürftig. Wir können selber die Kamera auch ausrichten. Nee, ich zeige euch das gleich nochmal. Wir müssen es nämlich gleich machen. Aber ansonsten übernimmt das Spiel die Kameraführung, was ich, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, sehr angenehm ist eigentlich. In heutigen Spielen muss man das ja selber übernehmen. Und das finde ich, auch wenn sich das jetzt doof anhört, manchmal echt stressig. So. Also wir sehen jetzt, wir laufen vor. Und die Kamera dreht sich nicht, deswegen drücke ich eine der Schultertasten. Zack. Und da sehen wir auch einen dieser weißen Streifen, aber der verschwindet gleich wieder. Und auch hier alles wieder super neblig. Typisch für Silent Hill. Ein paar Geräusche. Nichts Schlimmes. Und für diejenigen, ne, die mit dem ganzen Genre Survival Horror von damals nicht vertraut sind, die etwas jüngere Generation, natürlich wird man sich hier und da auch mal erschrecken. Aber Silent Hill, beziehungsweise die Spiele damals auf der PlayStation 2, die Survival Horror Spiele, zeichnen sich dadurch aus, dass es eher so ein psychologischer Horror ist. Die Atmosphäre ist beklemmt, die Geschichte ist vor allem beklemmt, die Monster sehen einfach abstrus aus und verstört. Und es gibt kein Puh! Wisst ihr, diese Jumpscare-Spiele heutzutage ist ja so. Deswegen wünsche ich mir sowas hier halt wieder zurück. Und wir merken, wir kommen näher. Und hier ist ein Brunnen. Da ist etwas im Brunnen. Was ist das?
Wenn ich mir das ansehe, ist es, als würde jemand in meinen Schädel herumtasten. Das gibt mir ein sonderbares Gefühl. Es ist eine Memory Card. Und wir spielen übrigens, habe ich ja schon gesagt, auf den Emulator. Ich besitze das Spiel aber in mehreren Ausführungen im Original. Ja, und da sieht man, ich habe schon, also 5 Minuten insgesamt habe ich gespielt und ich überspeichere mal diesen Wald. Und das, was ich mache, ist, ich speichere auch nochmal einen Emulator. Einfach nur, weil es kann wirklich sein, dass es ab und zu mal abschmiert. Ich weiß es nicht. So, habe ich jetzt auch hier gespeichert. Rätsel normal, Action normal. Vielleicht werde ich irgendwann Rätsel auf leicht stellen. Ich habe damit gar kein Problem. Mit den Rätseln schon, aber nicht mit dem Schwierigkeitsgrad. So. Hier sehen wir einen Friedhof und eine Person, die da an einem Grabstein sitzt. Und ich mache schon mal diesen hier. Excuse me, I'm sorry. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. This, this town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog, either. Okay, it's... I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for someone. Who is it? Someone... very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. So, mit den Zwischensequenzen, so habe ich es damals immer genannt, gibt es gerade echt einige Probleme. Ich glaube, ich muss die alle auswechseln. Oh Gott, das wird auf jeden Fall eine spannende Schnibbelei. Ja, die junge Dame sucht ihre Mutter, ihre Mama und sucht aber auch ihren Vater und ihren Bruder auf dem Friedhof, wohl bemerkt. Und jetzt frage ich mich, ob man hier eventuell was lesen kann, so Easter Egg-mäßig, aber ich glaube eher nicht. Ich habe mich gerade, es hat mich gerade doch schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen, als an den Grabstein rangezoomt wurde. Ich guck mal, vielleicht findet man hier irgendwo noch einen Pott. nee, da wurde ich nicht, da nicht. Wie pixelig das doch ist. Ich meine, der hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das kommt mir privat, persönlich, überhaupt gar nicht so vor. Für mich ist es irgendwie 5 Jahre alt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Jahre es alt ist. Ich bin so alt. Und wir leben in spannenden Zeiten, was Grafik angeht, auf jeden Fall. So ist mir das jetzt noch gar nicht, auch gerade beim Durchspielen, gar nicht aufgefallen. Was sind das denn hier für Kratzspuren? Steht da was? Warte mal.
Wisst ihr, das kann auch ein Grafikfehler sein wegen dem, Achso, da kann ich nicht sagen. Wegen den Plugins und Patches und was weiß ich. Es gibt auch eine PC-Version, aber... Nope! Dann lieber das hier. Okay, es geht weiter. Es geht doch weiter, oder laufe ich jetzt zurück? Warte mal, zur Sicherheit einmal gucken. Ja doch, das sieht ganz gut aus. Ist halt natürlich alles noch vorgeplinkelt. Ihr kennt das ja noch vom ersten Teil. Obwohl, nee, warte mal, da ging es doch eigentlich schon ziemlich schnell zur Sache. Da haben wir ja schon von Weitem die Cheryl gesehen. Kann ich euch übrigens nur empfehlen, falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt. Okay, hier kann ich nichts machen. Und irgendwas knarzt da noch. Und man kann es nur ganz leicht erkennen hier von aus der Ferne, was denn da noch so steht. Silent Hill Ranch. Gab es das jemals in einem Teil, eine Ranch? Also wurde die jemals verwendet? Interessant, schon wieder so ein weißer Lieferwagen. Oh Gott, wieder einfach so was rot gepixeltes im Fenster ist und ich sicherlich damals dachte, da wäre was drin. Oh. Nee, aber die Grafik ist ganz okay. Auch für heutige Verhältnisse finde ich es jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir spielen wirklich sehr viele Indie-Spiele. So, hier geht's nicht weiter. So, kurz gucken, wo wir sind. Okay, wir sind fast da. Wir sind fast da. Wir sind jetzt gleich auf der Nathan Avenue. Ich glaube, die haben wir im ersten Teil auch schon gesehen. Wenn ihr übrigens von der Stadt oder von den Läden, welche aus dem ersten Teil wiedererkennt, ne? Also die Straßennamen sind, glaube ich, denke ich, doch die Straßennamen müssen die gleichen sein, sind, glaube ich, nach Schriftstellern benannt. Wenn ihr euch da irgendwie ein Laden auffällt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Und wenn wir Silent Hill 2 durchgespielt haben, dann werde ich euch nochmal ein, zwei Videos von einem meiner Lieblingskanäle verlinken, in dem die Geschichte nochmal auf andere Art und Weise zusammengefasst wird, die sehr interessant sind. Aber schaut euch das Ende und das Spiel hier bei mir an. Bildet euch eure Meinung. Schreibt eure Theorie bitte dann in die Kommentare, wenn es zu Ende ist. Bitte nicht spoilern, wenn es zu Ende ist. Und dann verlinke ich euch mal die Videos und da gibt es dann nochmal eine andere Sicht auf die ganzen Sachen. Finde ich mal sehr interessant. Gut. Weil das mögen wir ja eigentlich hier auf dem Channel, dieses Interpretieren, Theorien. Das macht ja immer sehr viel Spaß. Zuletzt auch bei Rule of Rose oder Galerians. Mann, die alten Spiele waren echt gut. Ah, James, du läufst aber schon ganz schön komisch. Aber ich mag die Kamerafahrten in den Silent Hill-Teilen immer noch sehr. Hier haben wir nichts. Guck mal, und das finde ich auch gut. Wir können hier nicht runterfallen. Ah, Alpha-Wand. Ah, in heutigen Spielen würdest du, glaube ich, echt da runterfallen. Oder? Naja, aber die Steuerung ist immer noch für den Arsch, um mal nicht alles zu loben. Die Steuerung ist wirklich immer noch für den Arsch. So. Und hoppala. Und da geht's auch ziemlich tief runter, ne? Würdet ihr, auch wenn die Liebe eures Lebens, die eigentlich schon tot ist, euch schreibt und sagt, ihr sollt hier hinkommen, würdet ihr das tun? Um ehrlich zu sein, ja. Um ehrlich zu sein, ja. Ich wäre jemand, der so blöd wäre, das zu machen. Wenn ich dann die Handschrift erkennen würde und so. Was haben wir hier? The Roadrunner. Okay. Das ist ein Pferd mit jemandem, der... Ist es ein Indianer? I don't know. Oh, was war das? Ich möchte mir sowas wirklich gern angucken. Silent Hill Farms. Alles noch sehr... Oh Gott, ich will hier weg. Alles noch so jungfräulich hier. Hier kann ich auch nicht rein. Okay, wir sind da. Wir laufen erst einmal hier hin. Wir laufen einfach mal hier so ein bisschen entlang.
Wir sehen ein paar Poster, wir sehen ein Auto, das können wir nicht aufmachen. Und wie soll es auch anders sein? Wir sehen einen abgesperrten Bereich. Und jetzt auf der Karte müssten wir... Ah, okay. Es ist kein abgesperrter Bereich, aber wir können da nicht weiter. Wir können aber... Hier war irgendwo noch ein kleines Stück. Was ist da? Ah, guck mal hier. Ein Health Pack. Ich habe doch gesehen, dass es da noch ein Stück reinging, oder? Warte mal. Ne, wirklich jetzt. Das ist ja jetzt verarsche. Die Map sagt, hier geht es weiter und das Spiel sagt nein. So. Hier haben wir Flowers. Celebrating 70 years. Wow, 70 Jahre Flowers. So sieht's aber auch aus. Ich muss gerade ein bisschen an das Motel denken in Silent Hill 1. So, ich kann nicht an das Auto, aber die Kamera ändert sich hier. Das heißt, irgendetwas muss hier sein. Und jetzt müssen wir auf sein Gesicht achten. Er verzieht es nicht. Wenn wir nämlich irgendwo ein Health Pack haben oder ne, oder irgendein Item, dann guckt er das an. Achtung, Orientierung. Dann guckt er das an. Dann guckt er genau in die Richtung. Und das ist so hilfreich. Kann ich auch nicht rein. Sind diese Flecken Blut? Dieser Schatten gerade eben war für uns kein Schatten, weil die Grafik sehr hochskaliert ist. Wir haben alles gesehen. So sieht es übrigens aus, liebe Kinder, wenn ihr dringend müsst und es nicht mehr halten könnt. Und ich meine groß, ich meine nicht klein. Ich möchte trotzdem nur ein bisschen rumgucken.